Da bin ich noch mal. Das Spiel ist abgestürzt. Ich war's diesmal nicht. Ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Das Spiel ist abgestürzt, einfach so. Und ich habe sofort eine Fehlermeldung gemacht. Das kann ja nicht wahr sein. War das die falsche Entscheidung? Will das Spiel, dass ich das nicht mache? Ich will nur wissen, ob es eine Endszene gibt. Darum gehen wir dann nochmal hin. Weiß ich noch nicht, wie es ausgeht. Doch, wir sind ja anscheinend immer noch hier an dem Spawnpunkt. Also gehen wir jetzt noch einmal rein. Mein Güte. Also das habe ich jetzt nie erwartet, dass das Spiel abbricht. Das habe ich bei der PlayStation noch nie gehabt. Okay, bei einem, doch, bei einem habe ich schon mal gehabt. Kann man das? Aber es war gut, ne? Das war wirklich der richtig perfekte Moment. Wir können nur das nicht überspringen. Das müssen wir leider nochmal gucken. Aber es finde ich doof. Aber nie von mir. Ich hab nie getrollt. Das war meine Playstation. Das war das Spiel. Das Spiel will dich trollen. Oder das will Zuschauer trollen. Das weiß, dass ich streame und weil ich streame, sagt das Spiel, nee, wir zeigen den Zuschauern kein Ende. Das sollen sie schön selber rausfinden. Ja, vielleicht sollte ich das lassen, damit du selber rausfindest, was passiert. Ja, jetzt bin ich dran schuld, natürlich. Aber jetzt weiß ich ja, was ich tun soll. Ich entscheide mich aber wieder das Gleiche. Also, vor allem, ich weiß jetzt nie, ob jetzt noch was gekommen wäre. Ist das Ding, die sind immer schuld. Nein, es kann nur das Spiel sein. Weil die hat den anscheinend eingesperrt oder unter Kontrolle gebracht. Und irgendwas ist von oben gekommen anscheinend und hat Bumm gemacht. Und sie versucht das alles zu heilen und kriegt es irgendwie dann doch nie hin. Denn immerhin ist sie ja voller Gift. So. Und wir gehen da hin und machen das. Ich habe jetzt höchstens volles Leben. Wehe, du brichst nochmal ab. Wow. Für die Credits hat sich das Spiel aufgehangen. Wow, das habe ich auch noch nie gesehen. Bei den Credits, die beginnen wollten, hat sich das Spiel aufgehangen. Wir gucken jetzt die Credits zu Ende. Das ist sowieso mein Metier. Wir gucken zu Ende. Wer weiß, noch nie meckern. Wer weiß, ob ihm doch noch was kommt. Ja, erst gucken. Wir wissen von Filmen, dass nach den Credits eventuell auch noch was kommen kann. Aber es ist wirklich, wenn das so ist, ist es ein doofes Ende, weil mir keine Konsequenz jetzt gezeigt wird, was die Konsequenz wäre, weil ich jetzt ihr die Hand gereicht habe. Ach, das war jetzt aber nicht große Danksagung. Das ist ja alles voller Virenkram, diese Welt. Okay, der hat das Ding aufgemacht, reingeguckt
Und das war's. Das heißt also, die Welt ist trotzdem so geworden und irgendwas hat der Roboter dort drinnen gesehen. Okay. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt also das Ende, ja? Das Ende. Wow. Ja, das ist doch nicht gerade vielsagend oder eigentlich gar nichts sagend. Wir wissen nicht mal, was er jetzt entdeckt hat, der Roboter. Ich habe ja noch den Lademodus. Soll ich die andere Variante mal nehmen? Will ich das? Auf der einen Seite sage ich mir jetzt, ich habe jetzt das Spiel zu Ende gespielt. Damit habe ich jetzt eigentlich auch nicht so ganz gerechnet, weil gestern sah das nach so viel aus und die Karte sah groß aus und jetzt merke ich, huch, das ist jetzt auf einmal alle. Ja. Wir gucken uns einfach mal an, was passiert wäre. Jetzt bin ich neugierig. Da habe ich höchstens noch eine Goldtrophäe vielleicht bekommen. Oder vielleicht auch nie. Wir gehen nochmal rein und gucken uns nochmal die Geschichte kurz an. Jetzt gucke ich mir doch noch das zweite Ende an. Aber es ist trotzdem doof. Wir wissen jetzt also auch nie, ob die Königin die Böse ist oder ob die Typen hier die Bösen sind. Oder ob hier überhaupt irgendjemand der Böse ist. Wie hast du das da rauslesen können aus dem, was die da rumgeredet hat? Weil vor allem, wir haben noch nicht mal einen Meteor gefunden. Also, wo ist denn hier ein Meteor gewesen? Das finde ich jetzt schon sehr, sehr interpretös. Von oben, bumm. Die zeigt dahin, die haben irgendwas entschieden, ich habe was anderes entschieden. Ich will Natur retten, es ist natürlich. Und das ist so, wie es ist. Keine Ahnung. Ja, aber wir haben keinen Meteor gesehen. Irgendwas ist runtergekommen. So, dann gucken wir mal, was das ist. Oh, ich krieg trotzdem Schaden. Ja, ich brauche mein Leben. Och Mann. Das war ein Bosskampf, ja? Bitte schön. Hat richtig die Arme aufgemacht dafür. Ah, aber das
Zeug geht weg. Große Säuberung, so heißt diese Trophäe. Nicht das große Geschenk, sondern die große Säuberung. Das heißt... Ja, das ist ein bisschen unverfroren, mein Lieber. Der Thron passt sich an ihn an. Das wäre wohl doch die richtige Entscheidung dann gewesen. Aber ich gehe davon aus, das war die richtige Entscheidung. Weil jetzt ist die Welt hier tatsächlich nicht mehr von dem Ding befallen. Machen sich Tore auf. Oh, und es gibt Bewohner. Das war also definitiv die falsche Entscheidung, ihr die Hand zu reichen. Das ist sowas wie ein Zeichen der Aufgabe gewesen. Ach so. Und hopp, Ende. Okay, das Ende gefällt mir besser, auch wenn ich sie getötet habe. Aber sie musste sich ja opfern. Sie musste geopfert werden. Sorry. Das ist kein Krähenstil. Aber für ein Spiel mit Entdeckung, der, wie schon gesagt, das Kämpfen ist jetzt ein bisschen blöd, gefällt mir nicht so richtig, aber es ist auch nicht schlimm gewesen. Man kam ja durch. Den Bosskampf habe ich komischerweise auch gut hingekriegt. Aber ich muss sagen, insgesamt ist das Spiel schön. Also man muss Dinge aktivieren, es passiert daraufhin was. Das ist richtig schön, Knöpfe drücken und dann ist was passiert, was Herrliches. Und im Endeffekt wirkte es, als wäre es irgendwo ihr Wunsch gewesen, als dass du das Schwert in ihre Brust gerammt hast. Hat sie es noch weiter reingesteckt. Das stimmt. Da hast du recht, da hast du richtig beobachtet. Vor allem, weil sie ja auch keine Gegenwehr gezeigt hat. Darum, ich denke, das hier wäre die richtige Entscheidung gewesen. Oh, die Roboter. Mit denen muss man ja aber eigentlich kein Mitleid haben. Die haben ja ihre Energiequelle schon woher. Ja, das heißt, ich habe sogar einen Bosskampf erledigt. Wow, von... 3 Spielen, wo ich jetzt den Bosskampf nie erledigt hätte, habe ich hier wenigstens einen Bosskampf geschafft. Auf einfach. Natürlich auf einfach. So, gehen wir mal kurz zum Hauptmenü. Da kann ich laden. Also könnte ich hier auch auf Weitergehen und weiter irgendwas zusammensuchen, gehe ich mal davon aus. Oder eben ein neues Spiel machen. Das könnte ich auch auf einfach und die anderen Trophäen einstecken. Aha. Weil, wie sehen jetzt eigentlich noch die Trophäen aus? Wie viel habe ich jetzt eigentlich gemacht insgesamt? Ich habe 23 Trophäen von 37 Trophäen. Das Ding hat noch 37 Trophäen und ich bin bei einem Fortschritt von 50%. Boah, was soll denn hier noch alles gemacht werden? Jetzt bin ich neugierig. Und zwar, Trophäe Nummer 1, bringe 10 Gegner dazu, sich in ihren Tod zu stürzen. Ah, das habe ich zu 39,6 Spieler haben das gemacht, schade. Ich habe gedacht, das zählt hier irgendwo. Nee, das kann man mit den rollenden Gegnern machen, in den Abgrund rollen lassen. Decke jeden Ausblick auf. Ja, das ist jetzt nämlich Sammlerkram. Sammle alle Schmetterlinge. Ja, sammle alle Umhänge. Hab ich doch. Ach nee, ich habe sie nie gekauft. Ich habe sie zwar gesammelt eigentlich, aber ich habe sie nie gekauft. Hol dir alle Upgrades für deine Gesundheit. Das ist auch Sammeln. Hol dir die Upgrades für deine Energie.
Hol dir alle Upgrades für dein Schwert. Genau, der Sammelkram. Dann hätten wir noch drei Versteckte. Die heißen Aktiviere den Geschichtsraum 2. Ach, das sind die Archive. Genau. Wo der eine Archivraum natürlich jetzt nie funktioniert hat. Finde ich ja supi, ne? Geschichtsraum 4 und Geschichtsraum 5. Genau. Und dann kommen noch drei goldene. Beende das Spiel mit weniger als 5 Toten. Wow. Das heißt, beim Springen darf ich auch keine Fehler machen. Boah, ist das ein gemeines Spiel. Also eine gemeine Trophäe. Dann rase innerhalb von 5 Stunden durch das Spiel. Das ist ultramäßig gemein. Und schließe das Spiel ohne Schwert, Gesundheitsenergie oder Ladenupgrades ab. So, du hast doch Ori gespielt, oder? Nein, Ori habe ich noch nie gespielt. Ich habe es mal gesehen, aber ich habe es noch nie gespielt. Ori and the Blind Frost, ne? Nein, ich habe nie den ersten Teil und ich habe auch nie den zweiten Teil gespielt, nein. Wie kommst du darauf, dass ich das gespielt habe, oder ist das nur eine normale Frage? Die Frage hört sich jetzt irgendwie an, als hätte ich das schon... Würdest du davon ausgehen, dass ich das spiele? Da gibt es auch eine Null-Tote-Trophäe. Ernsthaft? Ich habe das Let's Play mal gesehen. Wie soll man da mit Null-Toten durchgehen? Keine Ahnung, wie man sowas schaffen soll. Vor allem durch das Springen doch schon. Man macht schon irgendeinen blöden Sprungfehler in... Oder man geht da wirklich schnurstracks und du darfst... Da in dem Baum ist doch diese Fontäne, ne? Da darf man ja, da muss man das beim First One ja da hochschaffen. Oh, das ist ja Stress, das mit null Toten zu schaffen. Dann, sobald du stirbst, müsstest du sozusagen sofort das Spiel abbrechen, damit du das noch einmal dann von der letzten Stelle spielen musst. Das wäre ja krass. Der Dornenbereich, da hänge ich derzeit. Da hänge ich derzeit. Ach, du spielst Ori? Hast du Lust etwa auf so ein Spiel gehabt? Spielst du das schon länger oder spielst du das gerade eben? Es kann ja auch sein, dass du das so pausierst und sagst, ach, vielleicht probierst du das später noch mal in 100 Jahren so ungefähr. Einmal habe ich schon durch, hatte es nochmal angefangen, als die Upgrade-Version rauskam. Ach so. Es gab ja ein ganz uraltes Spiel bei Steam und das hat sich ja dann tatsächlich nochmal, das gibt es ja nicht mehr zu kaufen und daher, das hatte auch, glaube ich, Fehler und daher hat man das ja dann nochmal neu verkauft. Da gab es ja dann noch mal mehr Story und Bereiche. Ach so. Nee, aber ich glaube, Ori and the Blind Forest, weiß ich noch nicht immer, ob es das überhaupt für die PlayStation gibt. Aber ich habe es auf Steam, das stimmt, aber ich habe es, glaube ich, nicht auf... Nee, ich habe es nicht auf, auf der PlayStation. Nun gut, nun gut. Nichtsdestotrotz haben wir das Spiel beendet. Die Trophäen werde ich nicht weitermachen, also werde ich hier auch nicht mehr Zeit verbringen. Und ich werde mich da jetzt verabschieden und werde noch mal ein bisschen genießen. Werde jetzt vielleicht bei McDonald's was bestellen, wer weiß ich noch nicht, vielleicht. Und dann werde ich sehen, ob ich noch mal komme oder nicht. Es kommt darauf an, was für ein Spiel mein Zufallsgenerator heute noch wählt. Sonst werde ich heute ganz gemütlich noch ein Wimmelbildspiel spielen auf Steam. Also, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Ciao! Dankeschön!